Peter Pilz von den Grünen ist der Nächste. Otto, wir haben es geschafft. Wir sind, glaube ich, alle und aus fast allen Fraktionen heute mal einer Meinung, da haben wir was ganz Wichtiges geschafft. Und ich werde jetzt auch ein Geheimnis verraten über den Beitrag des Verteidigungsministers. Wie der Verteidigungsminister am Beginn dieses Jahres nicht nur dem Otto Bendl und mir sehr unmissverständlich signalisiert hat, er sagt euch überhaupt nichts über die NSA. Da hat es nicht nur uns gereicht, sondern etlichen Abgeordneten in diesem Haus. Und da waren wir der Meinung, na, jetzt muss sich langsam etwas ändern. Das ist ja alles einsehbar. Aber was man den Menschen erklären muss, ist, warum gerade jetzt und warum nicht zu Zeiten von Josef Schaap und Karl-Heinz Kopf? Ich schließe mich der Meinung an, dass es nicht an diesen beiden Personen gelegen ist, sondern dass die Situation damals wirklich eine andere war. Ich erzähle jetzt eine Geschichte, die sich mit Sicherheit nicht ereignet hat. Nämlich, Gruppobmann Schieder geht zu Bundeskanzler Faymann und sagt, Werner, ich habe eine gute Nachricht, der Untersuchungsausschuss wird Minderheitsrecht. Und Faymann sagt auf, toll, das war mein größter Wunsch, endlich. Das ist mit Sicherheit nicht passiert. Mit Sicherheit nicht passiert ist, Gruppobmann Lobatka geht zu seinem damaligen Parteichef Spindlecker und sagt, Michael, herrlich, der Untersuchungsausschuss wird Minderheitsrecht. Und Spindlecker sagt drauf, hurra, 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 ich rufe jetzt gleich in St. Pölten an. Was glaubst du, wie sich der Erwin Bröll darüber freuen wird? Sowas auch nicht. Und jetzt stellt sich die Frage, warum tun das jetzt und nicht vor ein paar Jahren Gruppobmänner von SPÖ und ÖVP und verhandeln bis zum Ende konstruktiv und schauen mit uns gemeinsam darauf, dass wirklich etwas ganz Neues und ganz Besonderes draus wird. Warum tun sie das? Und da gibt es mehrere Antworten. Eine Antwort greift mit Sicherheit zu kurz, aber man soll sie nicht ganz vergessen. Endlich sind wir so weit, dass keine Partei in diesem Haus mehr weiß, ob sie nach der nächsten Wahl Regierungspartei oder Oppositionspartei ist. Das hat uns mit Sicherheit geholfen. Ich halte es nicht für das Wichtigste. Das Zweite ist, der Druck draußen ist immer größer geworden. Die 250.000 Unterschriften sind ja schon mehrfach erwähnt worden. Aber das Dritte ist mir persönlich wichtig. Ich erlebe in den letzten eineinhalb Jahren immer stärker, auch in den Clubs von SPÖ und ÖVP, dass immer mehr Abgeordnete sagen, wir müssen da was ändern. Wir brauchen ein stärkeres Parlament und zwar aus mehreren grundvernünftigen Überlegungen heraus. Weil erstens in einer Zeit, wo noch größerer und zum Teil katastrophaler Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Politik droht, es ganz wichtig ist, Parlamente glaubwürdig zu machen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und da gibt es auch einen jetzt endlich zu Resultaten führenden Nachdenkprozess auch mitten in den Regierungsparteien. Und das Zweite ist, nur starke Parlamente können Regierung zu besserer Arbeit zwingen. Das ist eine wesentliche Eigenschaft auch kontrollierender Parlamente. Sie verbessern die Regierungsarbeit. Und Regierungsparteien waren noch selten so auf bessere Regierungsarbeit angewiesen, wie das derzeit der Fall ist. Und das waren alles Gründe, die uns ein Fenster geöffnet haben, das wir jetzt gemeinsam genützt haben. Und dieses Fenster hat es vor wenigen Jahren noch nicht gegeben. Und natürlich kommt da persönlich einiges dazu. Und das war eine unglaublich positive Erfahrung, einmal zu erleben, wie die zwei Clubobmänner von Regierungsparteien das nicht nur absegnen, sondern intensiv mitverhandeln und von Anfang an klar machen, diesmal soll es was werden. Wie auch der Kollege Dahmann von den Freiheitlichen alles getan hat, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Und die Arbeit von Dieter Bros und mir werde ich jetzt nicht extra loben, da ist mir lieber, wenn das von anderen Parteien kommt. Was wird jetzt passieren? Ja, das ist ein völlig neues Gefühl, wenn ich mich jetzt zurücklehnen kann und weiß, Werner Kogler wird Werner Faymann in den Ausschuss laden und Werner Faymann wird kommen, weil Werner Kogler und ein paar andere das gemeinsam wollen. Das ist wunderbar. Und
auch wenn Regierungsparteien, wer immer dann Regierungsparteien sind, sagen, wir halten diesen Ausschuss nicht mehr aus, das ist unerträglich. Dann können Sie das 100-mal sagen, aber Sie können den Ausschuss nicht mehr abdrehen. Das ist eine wichtige Neuerung. Es wird bis zur gesetzlich vorgesehenen Frist bis zum Schluss untersucht. Und wenn es nicht reicht, kann die Minderheit sagen, okay, dann setzen wir diesen Ausschuss noch einmal ein. Und das sind so ganz wichtige Punkte. Ich bin jetzt in wenigen Wochen, Josef Czap hat ja schon ein bisschen darauf hingewiesen, bald 28 Jahre Abgeordneter. Ich habe das in diesem Haus noch nie gesagt. Ich sage es heute, weil ich es wirklich so meine und weil ich es so empfinde. Ich bin heute stolz auf dieses Parlament. Ich bin heute persönlich sehr, sehr stolz auf dieses Parlament. Wir schaffen die größte Reform der parlamentarischen Demokratie seit 1945. Und wenn uns sonst oft vieles nicht oder nicht ganz gelungen ist, bei dieser Reform kann ich sagen, die ist uns ganz gelungen. Das ist eine große, eine komplette, eine wichtige Reform, die Politik in Österreich der Zukunft wesentlich und ausschließlich zum Besseren verändern wird. Und dafür allen, die daran mitgewirkt haben und allen, die das unterstützen, meinen persönlichen herzlichen Dank. Ein fast gar nicht giftiger, sondern ein fast demütiger und sehr dankbarer Peter Pilz von den Grünen war letzter Debattenredner zum Thema Erste Lesung, Reform des U-Ausschusses. Daher geschlossen. Ich weise den Antrag 719a dem Geschäftsordnungsausschuss zu.